Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead Space und seht ihr das, was ich sehe? Die Leichenhalle. Und zu unserer Rechten haben wir Dr. Mercers Büro. Das ist aber noch abgeschlossen, weil wir da noch eine Zugangsberechtigung brauchen und das irgendwie öffnen müssen. Und jetzt gehen wir in die Leichenhalle. Das kann doch gar nicht gut ausgehen. Im letzten Part sind ja auch diese Teile hier durchgebrochen. Naja. Wollen wir uns mal langsam vortasten. Bei dem muss man ja nur auf die Tentakeln warten, dass er die öffnet. Na komm, mach auf, Kleiner. Hey, hallo? Ich hab doch voll getroffen. Danach. Was soll die Scheiße? So? Na komm. So. Dann müssen wir eben jetzt mit schwereren Geschützen umgehen. Auf jeden Fall, bis wir wieder mit Pistolenmunition kriegen. Mit der Pistole komme ich gut, kann ich gut umgehen, aber nicht mit diesen Automatikgeschützen. Okay, auf in die Leichenhalle. Müssen wir doch hin, ne? Alles okay. Okay. Gut. Dann wollen wir mal schauen. Was ist eigentlich das Sekundärfeuer hiervon? Alter! Übertreib halt. Das nutze ich, glaube ich, gleich mal. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Da liegt jemand. Okay. Schritt für Schritt vorgehen. Ganz langsam. Wo? Nein! Nein! Wir sind tot! Alter, wie anstrengend ist das denn? Okay, wir müssen erstmal diesen Wirt, nenne ich es mal, töten. Sollte eigentlich kein Problem sein mit unserer Waffe. Okay. Scheint jetzt so ein kleiner Bossgegner zu sein hier. Hab jetzt mal so dieses Sekundärfeuer hingepackt. Ah, okay. Verpiss dich. So. Einfach ein paar Mal drauf gepfeffert und dann ist es auch weg. Gut. Wir haben hier voll Munition wieder. Ja, genau. Okay, was haben wir hier? Rick des Captains. Und wieder ein bisschen Pistolenmunition. Erhalten und Sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnung des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. So, das erste Mal, dass wir gestorben sind, aber na gut, ist ja kein Beinbruch. Okay, medizinisches Logbuch. Dr. Domus G. Bericht über Todesfall auf dem Schiff verstorbener Captain Matthias B. Es ist meine traurige Pflicht, Captain Benjamin Matthias offiziell für tot zu erklären. Berichte über die genauen Umstände seines Ablebens sind widersprüchlich und entziehen sich meinen Befugnissen hier. Ich kann lediglich über den Zustand der Leiche berichten. Der Verstorbene erfreute sich einer für sein Alter guten
guten Gesundheit, obwohl ein oberflächlicher Bluttest erkennen ließ, dass seine Leukozytenanzahl sehr gering war und kaum Eosinen, was? Eosinophilen existierten. Sein medizinischer Check vor dem Abflug, wies keins dieser Besonderheiten auf, was auf eine rasche Entwicklung deutet. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass das etwas mit seinem Tod zu tun hatte. Diverse Quetschungen an Arm und Bein weisen auf einen kurzen Kampf vor dem Tod hin. Kleinere Rippenprellungen lassen außerdem vermuten, dass sein Brustkorb in irgendeiner Weise eingezwängt oder zerquetscht wurde. Todesursache war eine Verletzung des Augapfels, die sich durch die Augenhöhle fortsetzte und ihren Abschluss im Frontallappen fand. Was ist denn mit dem los? Die Folge davon war ein rapides Neurotrauma, ein Schlaganfall und schließlich der Tod. Die Kraft, die für derartige Zerstörung der Augenhöhle aufgebracht werden muss, ist enorm und die Wahrscheinlichkeit für eine selbst zugefügte Verletzung daher eher gering. Ich sehe mich deshalb gezwungen, seinen Tod als durch rechtswidrige Fremdeinwirkung verschuldet zu protokollieren. Ob diese Einwirkung vorsätzlich oder fahrlässig geschah, entzieht sich meiner Zuständigkeit. Was ist denn hier los, bitte? Gut. Aber ich hoffe mal, dass hier keine weiteren Gegner jetzt spawnen werden. Wäre ziemlich asozial, dann hätte ich mich ein bisschen was ist denn hier los? Ein bisschen bewegt bei dem Kampf. Wäre ich da ja sofort dann gestorben. Und das scheint wirklich so ein Wirt zu sein, der die Leichen befällt, wodurch die dann zu diesen, wie wurden die genannt? Ich kann es mir, weiß gerade nicht mehr, also zu diesen zombieartigen Viechern macht. So, gut. Plasma-Energie wieder. Wir müssen dadurch, wir müssen nicht zurück, okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir in Mercers Büro müssen. Wir können, gehen wir nochmal kurz zurück und gucken, ob wir in Mercers Büro rein können. Einmal kurz heilen. Fände ich ja ziemlich cool, wenn wir in Mercers Büro rein könnten. Vielleicht ist das ja so eine Nebenaufgabe oder sowas. Wir müssen weiter nach unten offensichtlich. Ich hoffe nur, das hat jetzt nichts getriggert hier. Okay. Okay, es ist nichts da, sehr gut. Können wir jetzt hier rein? Ne, schade. Ich dachte, das könnten wir irgendwie mit dem Rig des Captains öffnen. Schade, leider nicht. So. Hat uns das Viech eigentlich eben One-Hit gesetzt? Oder Two-Hit oder so? Auf jeden Fall war das relativ stark. So, Lastenaufzug wieder nach oben. Na gut. Solange wir es irgendwie hinkriegen, ist ja alles gut. So, weiter geht's. Habe ich irgendwas übersehen hier? Ich glaube nicht. Ich denke nicht, nein. Gut, dann zurück zur Notaufnahme. Warum zurück? Also so rein Raumstation technisch, wieso sollte es zurückgehen? Naja, egal. Sind wir da, wo wir schon mal waren? Ich denke schon. Macht es nicht unbedingt sicherer, den Ort. Weil ich sehe hier nichts Verdächtiges unbedingt. Na gut. Ich höre aber was. Ja. Die Viecher sind ja viel stärker als die normalen. So. Aber wir haben auch wieder so wenig Pistolenmunition, deswegen muss ich wieder auf unsere Akrowaffe wechseln. Die ist zwar ziemlich cool, aber die saugt natürlich ziemlich viel Munition, ne? Isaac! Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert ist, kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff.
Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Natürlich kommen immer neue Probleme auf bei so einer Sache. Okay, wir müssen hier aber lang, ne? Ja. Na super. Sicherheitsstation. Boah, diese Geräusche, ganz ehrlich. Wer sich hier ausgedacht hat, ist zum einen Genie, aber auch ein ziemlich... Ah, okay, hier sind wir wieder, okay. Hier fühle ich mich relativ sicher, muss ich sagen. Speichern? Nee, noch nicht. Ich möchte nochmal in den Shop gucken. So. Und zwar ein bisschen Plasma-Energie kaufen. Für die Pistole. Können wir noch was verkaufen? Strahlmunition war ja für die unsere momentane Sekundärwaffe. Impulsprojektile brauche ich nicht unbedingt, weil dieses Pulsgewehr, das suckt echt. Daher verkaufe ich das mal. Das war eine schlechte Idee, das zu kaufen. Impulsprojektile brauche ich daher auch nicht mehr. So. Das heißt, wir gehen mal wieder hier hin, kaufen uns ein bisschen mehr Plasma-Energie.